Eis. Normalerweise ja ziemlich kalt, aber es gibt auch heißes Eis. Und zwar hier drin. Kennen Sie vielleicht diese Handwärmer? Wenn man dieses kleine Metallplättchen knickt, dann wird's wie auf magische Weise aus der Flüssigkeit was Festes. Und es wird warm. Aber warum eigentlich? Im Dienste der Wissenschaft werde ich jetzt mal eine Todsünde begehen und dieses Beutelchen hier aufschneiden. Also, bei der kleinsten Erschütterung oder auch wahrscheinlich hier durch Verunreinigungen geht der Effekt los. Und auch jetzt ist es schon richtig schön warm geworden. Auf jeden Fall angenehme 50 Grad. Ja, und das Geheimnis steckt tatsächlich in dieser Flüssigkeit. Das ist eine Mischung aus Wasser und einem speziellen Salz. Natriumacetat. Diese Mischung macht den Trick erst möglich. Schauen wir uns das mal an bei ganz stinknormalem Wasser. Ja? Wenn ich das abkühle, dann gefriert das irgendwann. Ja? Klar, wird zu Eis. Und zwar bei 0 Grad. Das ist der Gefrierpunkt von Wasser. So, diese Flüssigkeit, die ist total verrückt. Die hat einen Gefrierpunkt, der liegt viel höher, bei 60 Grad. Das heißt also, hier bei Zimmertemperatur müsste sich das hier schon längst in sowas wie Eis verwandelt haben. Passiert aber nicht, weil diese Flüssigkeit hier sehr rein ist. Damit sich das hier in sowas wie Eis verwandeln kann, brauchen die Moleküle irgendeinen Ausgangspunkt, an dem die Kristallisation starten kann. Eine Verunreinigung zum Beispiel. Die fehlt hier. Und deshalb wollen die Moleküle hier wahnsinnig gerne kristallisieren, können sie aber nicht. Man nennt das eine unterkühlte Flüssigkeit. Auch eine Erschütterung kann diese Kristallisation lostreten. Dann lagern sich die Moleküle aneinander an, bilden Kristalle und werden dabei ihre Bewegungsenergie los, in Form von Wärme. Und genauso wie ich einen Eiswürfel schmelzen kann, kann ich auch diesen Handwärmer in kochendes Wasser werfen. Dann nimmt er wieder Energie auf, wird flüssig und ich kann ihn wiederverwenden. Schön warm.